Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung TV Berlin Spezial. Und heute habe ich jemanden ganz besonderen eingeladen. Es ist nämlich der einzige Handwerksmeister in der SPD-Bundestagsfraktion. Was einen ja verwundert, denn eigentlich denkt man, in der SPD müssten doch mehr fleißige Handwerker sein. Aber er ist der einzige, nämlich Andreas Rimkus. Herzlich willkommen. Danke, freue mich sehr. Wie ist denn so, wenn man der einzige Handwerksmeister ist? Werden Sie zwischendurch in der Fraktionssitzung mal angerufen und sagen, komm mal her, der Stuhl knatscht? Beim Stuhl nicht, aber ich bin ja Elektromeister von Hause aus und ich werde daraufhin angesprochen. Also es gibt durchaus einen oder anderen Kolleginnen und Kollegen. Komm mal her, wir stehen auf der Schleitung. Oder? Ja, nach dem Motto, ich habe da ein Problem, helf mir mal eben. Also, das gibt es schon, ne? Ja, natürlich, absolut. Ja. Und Sie sind nachgerückt, das kommt noch hinzu. Nicht? Sie waren nicht von Anfang an im Bundestag. Nein, ich bin relativ spät eingestiegen in die Berufspolitik sozusagen. Ja, mussten aber erst die Leitung. Es war nicht vorgesehen. Also ich hatte jetzt nicht sozusagen in meiner Karriereplanung beruflich das Bundestagsmandat an oberster Stelle stehen, ganz im Gegenteil. Sie haben auch nicht gerüttelt am Bundestag? Nein, auch nicht. Auch nicht am Bundeskanzleramt. Also da bin ich durchaus jemand, der bodenständig genug ist, zu wissen, was geht, was nicht geht. Aber es ist so, ja, ich bin der Einzige in der Bundestagsfraktion der SPD. Und wenn man der Einzige ist, hat das auch was Schönes, weil man ist der Einzige. Also insofern, das fällt auf. Also nicht im Bundestag, da gibt es noch ein paar mehr. Ja, in der Tat. Und treffen sich manchmal zum Handwerker singen oder Bier trinken? Naja, also sagen wir mal so, die Handwerkerzunft, ne? Also die weiß schon Bescheid, ne? Die deutsche Handwerkerschaft, die weiß schon, wen sie da hat, aber viel zu wenige. Wir sind mit 6 Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag aus der Handwerkerzunft. Das ist gemessen an der Menge der Abgeordneten kein Schnitt, wie er in der Bevölkerung ist. Das ist etwas, was in der Tat betrüblich ist. Und es gibt auch nur, Sie erinnern sich, ich habe hier in der Sendung sitzen gehabt, einen einzigen Arbeiter im ganzen Bundestag. Ja. Der war auch, ja. Nicht nur in der Bundestagsfraktion, im ganzen Bundestag, nur einen einzigen Arbeiter. Ja, wir reden von Toni Schaaf wahrscheinlich. Ja, ne? Ja, den kenne ich ja auch sehr gut aus Nordrhein-Westfalen. Ja. Das ist wahr. Man glaubt, das ist etwas Ungewöhnliches. Es ist tatsächlich normal geworden und ich finde, wir müssen darauf auch reagieren. Das ist gut, dass wir Juristen und Lehrer und Studierte im Parlament haben. Aber nicht immer nur. Aber nicht immer nur, genau, das denke ich auch. Nee. Und wie ist es wieder für nächstes Jahr? Haben Sie schon Finger gehoben? Naja, also ich werde vermutlich kandidieren. Ja. Das sehe ich so, das werde ich wohl machen. Das hängt jetzt davon ab, ob die Partei mich tatsächlich wieder nach Berlin schicken will. Das wird vor Ort geklärt. Das hängt auch ein Stück davon ab, wie wir in Düsseldorf genau besetzen. Wir haben 2 Wahlkreise zu besetzen, in Düsseldorfer Norden, in Düsseldorfer Süden, wo ich kandidiere. Und das wird jetzt nach der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen alles geklärt. Aber da fallen Sie ja dann in eine ganz miese Stimmung, wenn der Karneval in Düsseldorf nicht mehr stattfindet. Naja, er findet statt, aber er findet möglicherweise anders statt. Also wir werden sicherlich nicht die großen Umzüge haben. Wir werden auch diese großen Sitzungen, die man aus Düsseldorf kennt, ist ja eine Hochburg, die wird es nicht geben, aber die kleineren Veranstaltungen. Ich glaube, die Menschen lassen sich den Karneval nicht austreiben. Das ist auch gut so, weil der reinigt und der ist auch dafür da, um ein Stück weit über die Stränge schlagen, sorgt auch dafür, dass man sich gut vorbereitet, um aus dem Winter in das Frühjahr hineinzukommen. Wir werden feiern, garantiert. Klären Sie doch mal die Nüchternen in Preußen auf, die haben ja zwar auch Karnevalsumzüge, ich weiß nicht mit wie viel 100, die durch die Straßen ziehen, aber wo sagt man Alaaf oder wo sagt man Helau? Das ist eine absolute Topfrage, natürlich. Es gibt im Rheinland eine Demarkationslinie, die beginnt irgendwo im Norden von Köln oder umgekehrt im Düsseldorfer Süden. Köln und Düsseldorf lieben sich sehr. Das ist so eine kleine Hassliebe. Ja, das liegt daran wahrscheinlich, weil Köln liegt sozusagen mehrheitlich auf der linken Rheinseite und ist auf der rechten Rheinseite. Das bedeutet, dass wir häufiger von Preußen besetzt waren. Die Franzosen sind bis zum Rhein gekommen, manchmal drüber. Ja, aber Köln war auch preußisch. Ja, das hat dann auch dazu geführt, dass nach dem Krieg die Engländer, die ja Besatzungsmacht gewesen sind, dann entschieden haben, dass Düsseldorf die Landeshauptstadt bekommt und Köln wird Postgiroamt. Und da war damals Adenauer war gar nicht begeistert. Er wollte ja Bonn zur Bundeshauptstadt und Köln eben zur Landeshauptstadt machen, da wo er auch Oberbürgermeister gewesen ist. Und da haben die Engländer gesagt, nein, du bekommst das Beste, was die britische Verwaltung bieten kann. Und das ist natürlich
das Postgiroamt der Königlichen Post. Und insofern ist alles wieder in Ordnung. Wir sind Landeshauptstadt, die Kölner sind mit dem Postgiroamt beglückt. Da spricht man Alaaf, wir sagen Helau, ja. Die trinken ein etwas anderes. Bier ist gleiche Brauart, aber so ein helles. Es ist, wie es ist. Wir machen das. Und wenn im Karneval von oben ein Gruß nach Düsseldorf geht, dann heißt es im Saal nur Buh. Ja, ja, also wir pflegen diese Tradition sozusagen des Aufmerksammachens immer auf die Mängel der anderen, weil wir möchten, dass sich möglichst viele Menschen das Rheinland anschauen. Und die sollen live vor Ort erleben, wie diese beiden Städte gewachsen sind. Also Tourismus holt man nach in die Region hinein, indem man sagt, was da los ist. Und ja, ganz ehrlich, das passt auch. Also wir Düsseldorfer sind natürlich weltoffen und wir akzeptieren die Kölner. Klar. Ich trinke auch gerne mal einen Kölsch in Köln. Aber nur, wenn es sein muss. Ja, wenn man, also unter Protest. Keine Frage, keine Frage. Sie sind also ein echter Karnevalsjeck. Ja, damit groß geworden, in der Tat. Ja, ja. Ich bin. Haben Sie auch dieses Kostüm dann immer an? Ja, man nennt das Ornat und so. Ja. Das habe ich tatsächlich. Ich bin in zwei Karnevalsvereinen aktiv, in der Stadtgarde und bei Nerich Welthus. Das sind tolle Sachen. Also man erlebt die Menschen unter dieser Narrenkappe ganz anders, weil unter dieser Narrenkappe vereinigt sich alles. Ne? Also der. Der Jeck ist anders, wie man so gerne sagt, und so ist das auch. Da verwischen dann die sozialen Unterschiede, und das ist etwas, was mir besonders gut gefällt. Und die Liedscher, die ihr singt, sind auch anders als in Köln. Ja, das ist wahr, haben wir. Allerdings ist es so, dass die Kölsche tatsächlich sehr, sehr viele Lieder haben, die auch gerne in Düsseldorf gesungen werden. Also ich will mal so sagen, die Black Föß sind auch in Düsseldorf bekannt. Ja, aber das Lied, wir wollen zu Fuß nach Köln, das singt ihr bestimmt nicht. Nein, definitiv nicht. Nee, definitiv nicht. Wir lassen den Dom in Köln, das heißt in Ordnung, das ist schon gut, das singen wir auch ganz gerne. Aber ansonsten haben wir natürlich auch eigenes Liedgut. Aber es ist wahr, die Musiktradition in Düsseldorf, die ja sehr stark ist eigentlich, also Punkmusik, Rockmusik, also wenn man an Toten Hosen denkt oder an Marius Müller-Westernhagen, Udo Lindenberg hat in Düsseldorf seine ersten Schritte gemacht, Kraftwerk kommt aus Düsseldorf, also eine hohe, gute Tradition im Musikbereich und im Klassischen sowieso, Schumann, um mal zu nennen. Aber genau dieser Bereich, dieser... Dafür hat Bonn Beethoven. Dieser Karnevalist in Bonn, ja. Ja, Bonn, gut, natürlich gehört Bonn dazu, immer ins Rheinland, aber ist jetzt keine Karnevalshochburg, so wie das Düsseldorf und Köln ist. Da würde ich eher Mainz dann auch nennen. Aber der Rhein ist offensichtlich voller Lebensfreude und ja, das reicht dann auch von Mainz über Köln bis nach Düsseldorf und das leben wir auch sehr. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wenn der Karneval ausfällt, dann wird er anders gefeiert. Ja. Das heißt, Sie werden wieder im Ornat erscheinen und dann von, wie heißt das, von den kleinen Ortsvereinen? Ja, also von man, Haus zu Haus ja, genau, man sieht man Liedscher sieht singen. Mit dem Trommelchen, ne? Ja, genau. Also das wird so werden. Also wir werden dann kleinere Sachen machen. Also wir sind auch gerade dabei, unsere eigene Veranstaltung, also SPD-Veranstaltung zu planen. Dritte Sitzung. Die SPD hat einen eigenen Karnevalsverein? Naja, wir haben die Stadtgarde mit uns zusammen kooperiert, aber wir haben eine eigene Karnevalssitzung. Mhm. Mittlerweile, also es wäre jetzt das dritte Mal, dass wir da auftreten. Das ist ja oft so im Karneval. Man sagt im Rheinland, alles was zweimal da ist, hat Tradition. Und beim dritten Mal ist es Brauchtum. Also insofern, ja, wir sind da. Wir und sind das da, Lied, ja. Das ihr dann singt, heißt, lasst uns rein. Ins ja. Kanzleramt. Ja, nee, definitiv nicht. Der Karneval in Düsseldorf ist übrigens sehr politisch, hochgradig politisch. Das kann man schön an einem Rosenmontagszug entdecken. So alle paar Punktwagen finden, dann kommen ja diese Mottowagen, die von Jacques Tilly und seinem Team da aufgestellt werden. Und die sind sehr politisch und auch bissig politisch. Ja. Dafür sind wir auch berühmt. Und da sind Sie immer dabei. Ja? Da sind wir dabei, genau. You know. Das ist Andreas Rimkus, den habe ich ihn eingeladen, auch über Karneval mal in Corona-Zeiten zu reden. Das ist nämlich alles nicht so ernst. Die Politik ist ernst, aber Karneval, da mischen Sie das richtig auf. Ja, aber auch die Politik darf nicht zu ernst sein. Also ich glaube, dass es auch notwendig ist, mit einem gewissen Maß an Lockerheit die Themen zu besprechen. Ich sage mal gerne, wenn die Weltrevolution heute Abend nicht da ist, muss sie warten bis morgen früh. Ja, einfach um auch ein gesundes Verhältnis bekommen zur Arbeit und zu dem, was man da tut. Wer zu verbissen daran geht, glaube ich, wird nicht erfolgreich sein. Und sind Sie damit erfolgreich in der Bundestagsfraktion?
da sind doch naja, also ich habe meine ernste Köpfe, die da sitzen. Ja, das ist auch in Ordnung. Wenn sie das müssen, dann sollen sie es sein, bin ich nicht. Ganz im Gegenteil, ja. Ich bin da eher ein lustiger Vogel. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass meine Fachpolitik natürlich dann auch eine ernste Politik ist und die betreibe ich auch ernsthaft. Und da bin ich, wie ich finde, recht erfolgreich, da habe ich mich ganz gut durchgesetzt. Wir sind davon ganz abgekommen. Sie sind ja eigentlich eher zufällig in den Bundestag gekommen. Ja, was nicht geplant. Also was nicht geplant heißt ja dann auch mehr oder weniger zufällig. Wenn ich es nicht plane und dann doch reinkomme, dann ist irgendjemand dafür verantwortlich. Wie ist das passiert? Ja, wie ist das passiert? Wie bin ich eigentlich in die Partei gekommen? Das müsste man eigentlich am Anfang sagen. Aus purer Verzweiflung, weil ich Ungerechtigkeiten nicht abkann. Und tatsächlich nicht. Ich habe mich damals entschieden, in die Partei einzutreten, weil ich gelernt habe, dass bestimmte Dinge muss man verändern, indem man an die Schalthebel der Macht geht. Also man muss dahin gehen, wo man Einflussmöglichkeiten findet. Deswegen war ich Betriebsrat, deswegen war ich Vertrauensmann in der Gewerkschaft. Und dann war der Schritt, konsequent in die Partei zu gehen. Und wenn man da die Klappe nicht halten kann, also sozusagen sich einmischt in Diskussionen und Positionen einnimmt und mitdiskutiert, dann geht das auch in der SPD sehr schnell und dann hat du man musst schnell kandidieren. Verantwortung. Heißt so ist dann, das. Du genau, musst dann kandidieren. Kommen die Leute, die zeigen mit dem Finger und sagen, du musst. So wie ich es jetzt mache. Genau so ist das. Mein damaliger Fraktionsvorsitzender im Stadtrat hat dann gesagt, Andreas, wir brauchen dich dringend, weil ich hatte damals das Bürgerbegehren gegen den Stadtwerkeverkauf erfolgreich mitorganisieren können. Also wir waren hinterher erfolgreich, weil die Bürger gesagt haben, wir wollen nicht, dass die Stadtwerke privatisiert werden. Das war alles gut, aber meine Kinder waren zu klein zu dem Zeitpunkt. Ich habe gesagt, ich gehe nicht in den Stadtrat, ich will auch Vater sein, weil ich weiß, dass auch ehrenamtliche Politik sehr anstrengend sein kann. Und habe mich dann relativ spät entschieden, in den Stadtrat zu gehen. Ja, und dann passieren die Dinge, wie sie passieren. Dann wird man Parteivorsitzender und dann gibt es mehr Menschen, die mit dem Finger zeigen. Wie es dann weitergeht, das reden wir in einer kurzen Werbepause mit Andreas Rimkus. Heute in TV Berlin Spezial will ich Ihnen einen besonderen Abgeordneten vorstellen. Er ist der einzige Handwerksmeister, Elektromeister. In der Bundestagsfraktion? In der Tat, ja. In der Tat, ja, muss ich das vorstellen. SPD, die Partei der kleinen Leute. ist sie. Aber sie sind gar nicht klein. Kurze Pause, dann reden wir weiter. Macht sehr viel Spaß. Über Karneval haben wir schon geredet. Ein Lied müssen wir noch singen zum Schluss. Kriegen Sie. Bis gleich. Zurück in unsere Sendung TV Berlin Spezial. Und ich habe einen besonderen Gast, ist der einzige Handwerksmeister im Bundestag, in der Bundestagsfraktion der SPD, Andreas Rimkus. Und wie er in die SPD gekommen ist, da sind wir gerade dabei gewesen zu erzählen. Und das setzen wir jetzt fort. Da gab es den Finger, der sagte, du musst jetzt kandidieren. Du hast so viel kluge Reden gehalten, jetzt tu mal was. Ja, so war das tatsächlich. Also ich kam selber nicht auf die Idee. Ich habe immer eine Nähe zur Sozialdemokratie gehabt, weil ich konnte in der Tat diese Ungerechtigkeit nicht ab. Und habe mich immer dafür eingesetzt, dass es den Menschen besser geht. Und irgendwann passierte es, dass der Fraktionsvorsitzende sagt, du musst jetzt ran. Ja. Genau so mit dem Finger. Ja, es ist so. Das wird genauso gemacht, das wird genau auf einen gezeigt. Und dann habe ich eine Zeit gebraucht, bis ich den Ruf verstanden habe. Meine Kinder waren sehr klein und als sie etwas größer waren, ging es dann. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kandidierst du für den Stadtrat und dann später für den Bundestag. Ja, und dann waren Sie wie lange im Stadtrat? 5 Jahre. 5 Jahre. Und Bundestag ist jetzt 2 Jahre, nicht? Nee, das sind jetzt schon 7 Jahre. Also ich habe die zweite Wahlperiode. Ja. Ach, das geht so 2013, schnell. Ich muss. Das geht so ja, schnell. Also manchmal ist das ist irre, ja, in der Tat. Was machen Sie denn da am liebsten? Im Bundestag? Ja. Naja, mithelfen, dass Politik der SPD durchkommt. Aber das ist natürlich jetzt ein Politikersprech, das wollen Sie ja gar nicht hören. Sie wollen ja auch hören, was ich tatsächlich mache. Ja, klar. Also tatsächlich. Politischen Sprech kann ich alleine. Ja, das denke ich mir. Das ist auch, ja, ich finde es auch manchmal auch wirklich übertrieben. Also, wenn dann solche. Also, die konkrete Frage auf Ihre Antwort auf Ihre Frage ist: Ich kümmere mich um Energie- und Wirtschaftspolitik. In der letzten, Wasserstoff. Ja, insbesondere. Warum gerade Wasserstoff? Naja, ich bin Elektromeister und ich habe gelernt, dass die ganze Energiewende, die wir zurzeit machen, ist eine Stromwende. Wenn wir aber mehr machen wollen wie Strom, dann brauchen wir das Gas. Das hört sich jetzt echt komisch an, dass ein Elektromeister sagt, die Zukunft liegt im Gas. Aber es ist die Wahrheit. Der Wasserstoff ist ein wunderbarer Energieträger, eine wunderbare Möglichkeit, Energie zu speichern. Aber so viel Strom, um es herzustellen.
Na, weiß ich nicht. Also die Elektrolyse, das ist ja das Verfahren, um aus Sonne und Windstrom den Wasserstoff zu machen. Das ist relativ erfolgreich, mit einem hohen Wirkungsgrad. Das liegt nahezu bei 95%, wenn man die Wärme, die da entsteht, entsprechend nutzt. Kraft-Wärme-Kopplung, das ist nicht das Problem. Es ist umgekehrt eine Frage in der Brennstoffzelle. Und dann immer die Frage, für welchen Anlass man das benutzt. Wenn ich eine Brennstoffzelle in ein ineffizientes Fahrzeug hineinstecke, zum Beispiel in einen PKW, sehr groß, sehr schwer und nur eine Person bewege, dann muss man sich nicht wundern, dass die Energien, die da reingehen, dann auch nur zum Teil genutzt werden. Das sind die Umwandlungsschritte. Aber den Wasserstoff zum Beispiel zu benutzen, um im Netz zu puffern, also sozusagen die Dunkelzeiten auszugleichen. Was denn, beim Strom ist es ja so, man muss sozusagen die Spitze und die Täler, die müssen in Gleichklang gebracht werden. Und zwar just in dem Moment, wo es gebraucht wird. Strom kann man nämlich nicht speichern, Gas sehr wohl. Und das ist dann der Übergang vom Strom ins Gas und wieder zurück. Und da sind auch gewisse Effektivitätsverluste, also Wirkungsgradverluste, durchaus in Ordnung. Das ist die Zukunft. Nun hat die Bundesregierung ja in dem Konjunkturprogramm, das beschlossen wurde, für, ich weiß nicht wie viel, zig Milliarden, 250 oder 500? Ja, also 500 Milliarden war der Nachtragshaushalt insgesamt. Da ist ziemlich viel drin, auch für die Techniken, ja. Ein großes Wasserstoffprogramm eingebaut. 9 Milliarden Euro. Da denke ich, 9 Milliarden für eine Zukunftstechnologie ist doch gar nichts. Ja, das glaubt man, weil wir wissen, europäisch beispielsweise hat sich die Kommission festgelegt, sie will 1 Billion Euro investieren. Das sind im Verhältnis zu die 9 Milliarden wenig. Aber wir sehen, Milliarden gegenüber ja, 9 Milliarden. Aber es geht jetzt, also in dem Konjunkturprogramm geht es ja darum, möglichst jetzt in kurzer Zeit Impulse zu setzen, dass der Umbruch funktionieren kann. Und ich finde, das ist genau richtig. Wir haben 7 Milliarden von den 9 für nationale Projekte und 2 Milliarden für internationale Projekte, weil wir wollen ja auch eine europäische Wasserstoffgesellschaft aufbauen, uns entsprechend dann auch mit Wasserstoff so versorgen, dass es möglichst grüner Wasserstoff ist, also der nachhaltige. Herr Remkurs, was ich nicht verstehe bei der ganzen Diskussion um Wasserstoff ist immer, alle reden davon, aber es passiert eigentlich nichts. Oder es passiert zu wenig. Ja, im Auto, hier fahren 5 Wasserstoffautos. Ich hatte hier mal jemanden in der Sendung, da bin ich einmal mit dem Auto rumgefahren, da merkt man gar keinen Unterschied. Aber warum wird denn das nicht schneller forciert? Mercedes sitzt daran seit über 20 Jahren, kommt ja nicht voran. Das stimmt. Wasserstoff ist übrigens im Pkw-Sektor schon lange bekannt. Wir kennen das von Importeuren beispielsweise. Also die Fahrzeuge, von denen Sie sprechen, das werden Importfahrzeuge sein. Oftmals. Nee, ja. Opel ist ein Opel und ein Mercedes. Okay, ja, aber ich darf Ihnen sagen, dass Japan und Korea momentan serienreife Fahrzeuge auch anbieten, die kann man kaufen, die stehen im Autohaus. Da müssen wir auch hin. Wir müssen gucken, dass wir nicht schon wieder verpennen. Warum sind wir denn da nicht? Ja, weil wir schlafen. Ja, aber es kann doch nicht sein, eine Industrienation, die so stolz ist darauf, dass sie so viele Erfolge hat, verpennt den Zug der Zukunft. Das ist dem Elektromeister sowas von ein Graus. Ja. Und das ist doch einer der Punkte, die mich auch wirklich wütend machen. Tatsächlich wütend machen, weil ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir uns zurückerinnern. Wir sind eine Nation von Dichtern und Denkern und sollten doch nachschauen, dass wir das auch bleiben. Ich will damit sagen, wir haben die Kompetenz, wir haben Ingenieure, Techniker, ab und zu auch einen Meister, der das kann, die Gesellen. Eigentlich ist alles dafür da, auch von der Infrastruktur, dass wir Technologien, die neu sind, so marktreif machen, dass von Deutschland aus, von Europa aus, ein Signal in die Welt geht, wir können uns mit neuen Technologien versorgen, uns ausstatten und das Ganze ist nachhaltiger, verbraucht weniger Ressourcen und ist einfach der richtige Schritt in die richtige Zukunft. Alles einfach. Aber Ihr ehemaliger Landesvater Johannes Rau, als er Kanzler wurde, hieß, glaube ich, der Slogan der SPD, wir schaffen das moderne Deutschland. Das ist 30 Jahre her. Naja, ich finde aber Zukunft wagen und Fortschritt, also ja, mit Wagen ist nicht getan. Ja, aber wir stehen doch für Fortschritt. Also ich kann nur sagen, mit mir beispielsweise ist jemand jedenfalls auf der politischen Bühne in Berlin in der SPD-Bundestagsfraktion und damit auch im Parlament und im Wirtschafts-Energieausschuss, nämlich ja tätig bin, der sich leidenschaftlich kümmert, genau um diese Zukunftsfelder. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir Industrie brauchen. Also nach dem Motto, wechselseitig Schuhe putzen, da werden wir keinen Wohlstand von halten, sondern wir brauchen auch Produktion, wir brauchen
das, was die Menschen benötigen, müssen Güter produzieren und das möglichst nachhaltig, weil wir dazu in der Lage sind, mit unseren Möglichkeiten, also mit dem gut ausgebildeten Fachpersonal, das hinzubekommen. Aber Sie sind jetzt in der Bundestagsfraktion und dann gehen Sie zu Ihrem Vorsitzenden Mützenich und sagen, hör mal, wir müssen jetzt in puncto Wasserstoff mal ein bisschen Dampf machen. Was sagt er Ihnen denn? Da sagt er, du liegst vollkommen richtig. Ja. Ich habe dafür aber auch eine Zeit gebraucht. Ich habe 2013 meinen ersten Schritt in den Bundestag gemacht als Abgeordneter. Und von da an bin ich mit dem Wasserstoff unterwegs gewesen. Mhm. Vor 6, 7 Jahren haben mir die Leute gesagt, Rimkus, du spinnst, das hatten wir schon mal, das kommt nicht wieder. In den 90ern mit der Brennstoffzelle, das war beim Daimler schon da, das ist aus der Zeit gefallen, lass gut sein. Und jetzt reden alle davon. Insofern braucht man manchmal, gerade in solchen zukunftsgerichteten Fachfragen, Ausdauer. Die Ausdauer habe ich und ich finde, am Ende war das auch, bin ich auch belohnt worden. Weil jetzt sagen mir die Menschen, du hast als Botschafter für den Wasserstoff 7 Jahre lang das Thema vorangetrieben, jetzt ist es noch besser geworden, jetzt kommst du sogar und hast Geld dabei. Ich will damit sagen, jetzt wissen wir, dass wir investieren wollen und das ist eine tolle Sache und das nehme ich auf meine Kappe. Wie fahren wir denn in 10 Jahren? Autos mit Diesel, Benzin? Ja, Hybrid? Die wird es geben, weil das ja auch die Autos sind, die in 10 Jahren, also die heute noch gebaut werden, sind ja auch in 10 Jahren da. Aber wir werden einen Umschwung haben. Wir werden immer mehr kleinere Fahrzeuge sehen in den Städten. Das sind so Mikrofahrzeuge. Wir werden zweirädige Fahrzeuge sehen. Wir werden bei den Autos, wenn wir sehen, dass es viele batterieelektrische Fahrzeuge gibt. Aber es wird auch weniger Hybridfahrzeuge geben. Und immer mehr Brennstoffzellenfahrzeuge, speziell bei den größeren Fahrzeugen. Denn wir müssen nicht nur über den Pkw reden, wir müssen auch über die LKWs reden, also über die Fahrzeuge, die Güter transportieren. Da sind wir mit der Batterie noch lange nicht so weit und da ist Wasserstoff-Brennstoffzelle die Alternative. Aber muss denn nicht so ein richtiger Aufschrei durch die Lande gehen, wenn ich lese, dass in China per Gesetz verordnet ist, dass ab nächstem Jahr alle Autos mit Wasserstoff fahren müssen? Die Verordnung kenne ich jetzt nicht in China, aber China ist ja auch sozusagen ein Land, wo man per Order dem Mufti das machen kann. Das wollen und können wir nicht in Deutschland. Das ist doch etwas, was ich auch ablehnen würde. Wir sind eine Demokratie und ein Rechtsstaat. Wir müssen die Menschen überzeugen, dass das gute und richtige Schritte sind. Und das braucht manchmal eine Zeit. Menschen waren der Annahme, dass Wasserstoff gefährlich sei. Ja, Wasserstoffbombe. Ja. Thema Wasserstoffbombe, Thema Lakehurst, ne? Hindenburg ist da in die Luft gegangen. Die Tatsache ist, in Lakehurst sind viele Menschen gestorben, allerdings niemand verbrannt. Die sind runtergefallen von den Gerüsten oder erschlagen worden. Wasserstoff ist ein sehr flüchtiges Gas. Das erste Element, das leichteste Element, ist aber so segensreich. Also insofern glaube ich, dass die Chance besteht, den Menschen deutlich zu machen, dass das, was in der Natur eh schon da ist und vorkommt, dass man es gut nutzen kann. Kann man diese Elektrolyse eigentlich im Auto machen oder muss ich dafür immer an die Tankstelle fahren? Also die Elektrolyse im Auto würde ja bedeuten, man würde Wasser mitnehmen und dann würde man sozusagen einen Generator an Bord haben, also eine Windanlage oder einen Sonnenkollektor. Das wird es in der Form nicht geben. Solche Anlagen gibt es stationär. Ich glaube, dass sich das auch nicht lohnt, das mitzuschleppen. Ja, auf Flughafen Schönefeld steht eine, ja, weil sie verpackt, ist die modernste. Ja, weil sie wieder Gewicht mitschleppen müssen. Ja. Deswegen ist das wird wahrscheinlich immobil laufen an Land und man nimmt den Wasserstoff mit. Der Vorteil ist ja, man hat relativ wenig Gewicht an Bord, um damit eine ganze Menge Energie hinzubekommen. Weil sie verbrennen ja in der Brennstoffzelle den Sauerstoff, den nehmen sie auch nicht mit, sondern den saugen sie rein. Also insofern. Und hinten kommt Wasser raus, wenn ich durstig bin. Das ist so, es kommt wirklich Wasser raus. Ja, ja. Haben Sie es mal probiert? Man kann es trinken, aber es schmeckt nach nichts. Es ist ja auch in Salz, es ist ja nichts drin. Es ist reines Wasser. Vielleicht kriegen Sie es auch hin, dass hinten Kölsch rauskommt. Ja, das schmeckt auch so ähnlich wie Kölsch, glaube ich, was da rauskommt. Aber nein, das ist natürlich Quatsch, aber es ist wirklich nicht schmackhaft. Also, Sie sind ein großer Befürworter der Wasserstoffenergie. Ja, das ist absolut so. Und dann sehen Sie mal zu, dass unsere Autos bald Nummer 1 sind und nicht wie bei Tesla. Ja, bei den Elektroautos irgendjemand uns vor die Nase gesetzt wird. So, und jetzt wünsche ich nur, dass dies Jahr ein schöner Karneval ist. Wir sind am Ende der Sendung. Was ist Ihr Lieblingslied?
Können Sie das mal ein bisschen summen? Ja, aber natürlich kann ich das. Es gibt ein wunderschönes Lied von den Toten Hosen. Ich würde nie zu FC Bayern gehen. Und das ist das Schönste. Ich würde nie zum FC Bayern München gehen. Niemals zu den Bayern gehen. Das singen wir sehr gerne in Düsseldorf. So, aber das singen wir jetzt nicht gemeinsam, sonst kriege ich hier noch Ärger. Ja, wir haben ja zwei Vereine in Berlin. Ja? Ist mir bekannt, ja. Und gibt es dazu auch ein Liedchen? Da hatte ich mich mal vornehm zurück, aber ich mag beide Vereine. Den einen kenne ich aus der Relegation, nämlich Hertha BSC. Da hat es ja mal eine Relegation gegen Fortuna Düsseldorf gegeben. Ziemlich skandalträchtig. Aber von der Anlage her, weil Düsseldorfer Fortuna ist so ein, auch so ein Arbeiterverein, bin ich durchaus sehr nah bei den Jungs und Mädels von Union. Ja, so gut. Das ist gut so, dass es so ist. Vielen Dank, dass Sie da waren. Andreas Rimkus ist der einzige Handwerksmeister in der Bundestagsfraktion der SPD. Und großer Wasserstoffhändler, haben wir gehört. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche Dienstag, entweder Brinkmann und König oder TV Berlin Spezial. Bis dahin, danke und tschüss.